Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Zum Beginn dieses Parts möchte ich zunächst nach Yantara City fliegen. Jetzt muss ich mich nur kurz mal... Ich habe Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Das hat natürlich meinen Lernprozess, was das auswendig in dieser Region deutlich eingeschränkt. Deswegen entschuldige, dass ich jetzt nicht mehr hundertprozentig auf der Höhe bin. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal versuchen, TMs zu bekommen, die ich zuvor nicht bekommen konnte. Und einige gibt es hier in Yantara City zu kaufen. Deswegen bin ich hier. Ich habe jetzt gut Geld. Es reicht zwar jetzt nicht für endlos viel. Es gibt allerdings später durchaus Möglichkeiten, sie zu bekommen. Jetzt habe ich immerhin Hagelsturm, Sandsturm. Was? Die beiden eher schwächeren Wettereffekte sind, würde ich sagen, vielleicht zu Sonnentag und Regentanz, aber gut. So, dann schauen wir mal, wie wir weiter vorgehen. Auch hier in Illumina City können wir einige TMs kaufen. Genau genommen hier. Ich werde übrigens natürlich, wie versprochen, alles bis zum Ende von diesem Spiel kaufen, auch alle Kleider. Da habe ich auch schon, wie gesagt, gute Möglichkeiten, um Geld zu farmen außerhalb bei den Top 4 endlos spammen, aber gut. So, weitere TMs für uns. Dadurch haben wir unser Angebot schon mal ziemlich gut erweitert. Nun geht's auf nach Fluxia City. Dort können wir relativ mächtige TMs kaufen. Im Moment habe ich ein bisschen die Sorge, dass unser Geld dafür nicht ausreichen wird. Wenn nicht, dann merken wir uns das einfach vor und kommen dann später hierauf zurück. Da muss ich rein. Fluxia City. Und dann hier in den hinteren Gang. Genau. Ja, das wird definitiv nicht ausreichen. Ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich Sachen verkaufen werde, wie eben die ganzen Nuggets, die ich habe. Da habe ich ja durchaus einiges, was zusammengekommen ist. Und ich glaube nicht, dass da jetzt noch so viel kommt, wo ich das Zeug dann gut verhökern könnte. Daher, die Frage ist nur, warum ist... Hier haben wir Riesenperle. Das ist ein bisschen was wert. Steinknochen haben wir. 5000 ist es wert. Die Federn brauchen wir auch nicht. Ja, gut, aber... Wir bringen sie jetzt auch nicht. Zwei Stück. Jo. Alles Perlen. Vier Stück verkaufen wir auch. Mini-Pilz und Riesenpilz. Eigentlich braucht man die auch nie. Aber vielleicht gibt es ja hier wieder irgendeinen Pilz-Fan. So, Sternen... Dings. Sternenstaub jetzt. Sternenstückern wir davor. Riesennugget. 10.000. Duftpilz. 6.250. Gut, das passt dann soweit. Dann können wir jetzt auf jeden Fall nochmal tiefer in die Tasche greifen. Feuersturm ist wieder etwas, was ich definitiv noch möchte. Aber ihr seht... Jetzt sind wir schon wieder an unsere Grenzen gelangt. Schade. Okay, dann müssen wir das so akzeptieren. Egal, weiter geht's. Eine kleine Welt erkunden. Eine weitere Sache, wo wir am LP Epic gefailt haben, liegt hier in Reliviera City. Ich hatte solche kleinen Fails ja aufgrund von, Problemen des Blind-Aufnehmens angesprochen. So kam es, dass wir hier relativ unnötig einen Eingang zur Geolink-Höhle übersehen haben. Ich habe mal außerhalb geschaut. Nein, chill. Ich habe mal außerhalb geschaut, wie man da hinkommt. Ist so die Frage, kann ich hier mit dem Fahrrad hoch? Nee. Gut, muss ich halt den langen Weg nehmen. Ist auch nicht weiter schlimm. Man muss nämlich... Also es ist ziemlich simpel. Seht ihr, da habe ich auch einen Pokéball vergessen. Also hier bin ich echt hart dran vorbeigerutscht. Dort ist die Arena. Und ja, da oben ist dann eigentlich auch schon der Eingang. So, jetzt Moment. Ja, super. Absoluter Fail. Okay, ich gehe erstmal rein. Sag mal so, ich gehe jetzt erstmal rein und dann sehen wir weiter. Da drin nämlich. Übrigens, ihr merkt wahrscheinlich, dass die Auflösung sich jetzt verbessert hat. Und es jetzt lieber so fehlerhaft links aussieht. Ich weiß nicht, warum es davor so fehlerhaft aussah. Jetzt ist es auf jeden Fall besser, oder? Finde ich auf jeden Fall gut. Sag mal so. So, hier haben wir nämlich TM40 Aeroass. Seine Attacke, die hätte ich gern schon früher gehabt. Das liegt halt fail bei mir, würde ich sagen. Und ja, dann geht es hier noch weiter. Da können wir das hier noch reindrücken und endlich die Möglichkeit hier für die Verbindung herschaffen. Ich komme hier nicht raus. Das ist alles nur meine Schuld. Aber Entschuldigung, ich sprach die Frustration.
Also, die sprach aus mir. Hier eine kleine Wiedergutmachung. Ja, Frustration kann eigentlich, ist eigentlich ziemlich nützlich. Je weniger ein Pokémon sein Trainer meint, desto stärker wird die Attacke Frustration. Jedoch nur am Anfang, wenn man ein Pokémon hat. Denn wie er sagt, je weniger man ein Pokémon mag, desto stärker ist die Frustration. Am Anfang vor allem bei Haspiroar sehr stark, denn er startet, soweit ich weiß, sogar bei Freundschaft 0. Also das Ding verabscheut einen regelrecht. Und insofern ist das wirklich sehr, sehr nützlich. Oh. 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 Ich sag das nicht nochmal. Okay, das war jetzt sehr, sehr unerwartet. Ich hatte jetzt komplett vergessen, dass Überschallknall eine Lärmattacke ist und damit unter die Lärmschutzregelung fällt, weil ich damit bisher immer nur eigentlich Aufruhr in Verbindung gebracht habe. Und Kreideschrei und so ein Zeug. Aber, okay, mein Fehler. Gut, dann flüchte ich einfach. Das ist gar kein Problem. Und ich verliere nichts, oder? Insgesamt, ja, das ist ein Epic Fail von den Flummels. Ja, und allein wegen dieser Endlosschleife, die ihr gesehen habt, bevorzuge ich den galanten Rückzug. Dankeschön. Okay, gut. Das ist jetzt wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch dieses Item holen und dann habe ich hier meine Zuständigkeit getan. Zwei TMs, die wir übersehen haben. Epic Fail. Es tut mir leid. Genauso tut es mir leid, dass ich gerade nicht fähig bin, da einfach normal zu stoppen irgendwie. Aus einem mir nicht ganz bekannten Grund. Moment. Moment. Jetzt. Und jetzt schön langsam einen Schritt nach dem anderen. Wunderbar. X-Spezial. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis gleich. Wir sind hier wieder auf der Route 21. Und östlich von diesem Pärchen gibt es noch ein kleines Stärkerätsel, was ich vergessen hatte zu lösen. Sollten wir uns jetzt mal drum kümmern. Denn ja, das wäre schon nicht schlecht. So, das muss jetzt nämlich nach hier oben. Das ist nicht allzu schwierig, würde ich mal behaupten. Einfach jetzt nach unten und jetzt nach oben. Ja, relativ ungewöhnlich, dass man einen Stein so viel schieben muss, seit der Veränderung zu diesem großen Stärkestein, die man einfach noch in passende Löcher zu schubsen braucht. Allerdings hat es auch ein bisschen eine Tradition Rot-Blau-Gelb. Denn dort war es durchaus üblich, dass man Steine so lange bewegen musste. Vor allem eben, wenn es in Richtung Siegestraße ging. Aber gut, kämpfen wir jetzt erstmal hier weiter. Hippoterus, natürlich neben Despotar der Hauptvertreter, was den Sandsturm angeht. Und seht ihr das? Das mache ich jetzt einfach mal an die Leute, die meinen, es würde nicht laggen in Kämpfen. Jetzt vergleicht mal. Seht ihr den Unterschied? Das ist mit 3D und das ohne. Also ich finde das über einen deutlichen Unterschied. Einfach damit ihr mal die Kritik versteht, die ich immer äußere bezüglich des Laggens beim 3D-Effekt, weil viele behaupten, es würde nicht laggen. Das ist aber leider so. Es liegt auch nicht daran, dass ich seine Capture Card aufnehme, denn es bleibt bei konstanten 60 FPS. Das ist in keinster Weise beeinträchtigt, sondern es liegt leider wirklich so am Spiel. Und wow, das Ding hält eine Menge aus. Ich glaube, ich sollte wechseln. Weil, ja, sonst schlafe ich ein, damit ist niemandem geholfen. Achso, es ist 3 Level über mir. Oh, das könnte natürlich das könnte natürlich auch einiges erklären, ne? Gut. Hatte ich ganz vergessen, dass ja Benny so weit von den anderen entfernt ist, was die Level angeht. Naja, egal. Erledigen wir das gute Ding mal. Ja, Knirscher, kannst du mit mir nicht weit kommen? Oder wirst du bei mir nicht weit kommen, sollte ich besser sagen. Und dann mach die Fliege. Im Übrigen weiß ich auch schon, was ich bei der Siegestraße besprechen werde. Ich werde mir Pro und Kontras zu Pokémon X und Y mal aufschreiben und die ein wenig durchexerpieren, weil das ist natürlich ein Einstimmungsprojekt zu dieser Generation. Da möchte ich doch einiges näher erläutern, was in Review deutlich zu weit greifen würde. Amagarga. Ich muss zugeben, ich wusste gerade nicht, was das für ein Pokémon ist. Deswegen habe ich jetzt eine eigentlich ziemlich unkluge Entscheidung getroffen, ihn drin zu lassen. Ja. Andererseits ist es auch tatsächlich so, dass ich nichts wirklich gegen ihn habe, was ungewöhnlich ist, weil er hat verdammt viele Schwächen.
Greifen wir einfach mal an. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Es ist nur doppelt effektiv. Okay, passt. Super. Und dann füllen wir uns mit Unheilschwingen wieder auf. So war zumindest mein Plan. Mal schauen, ob es praktisch so funktionieren wird. Nee, nicht ganz. Er stirbt nicht. Leider. Und ich krieg den nächsten Eisfall ab. Ja, deswegen ist halt ein bisschen unglücklich. Aber ich hatte auch nichts, was wirklich sehr effektiv gewesen wäre. Gardevoir nicht. Ach, doch, scheiße. Scheiße, Jesse hätte mit Eisenschädel. Ja, okay. Sorry, habe ich nicht weit genug gedacht. It's my mistake. Ich gebe es zu. Es tut mir ja leid. Aber immerhin, der hat uns ganz schön auf Trab gehalten, dieser Trainer. Also dafür ein Kompliment. Haus des Attackenhelfers. Okay, ich bin gespannt, was das für ein Attackenhelfer denn dieses Mal ist. Reden wir mal mit ihm. Wenn du möchtest, bringe ich einem deiner Pokémon die stärksten Drachenattacken bei, die es gibt. Was soll ich dir einem Pokémon beibringen? Ah, das ist also Draco-Meteor. Ich bin allerdings mit Drachenpuls ganz zufrieden, das lasse ich erstmal. Vielleicht, wenn ich mit ihm im CP spiele, werde ich es verändern. Das hinter der Spezialangriff stark, jedoch kann ich das Pokémon austauschen, dann ist es wieder normal. Also ja. Wer das Vertrauen seiner Pokémon gewinnen will, muss lernen, seinen Kopf abzuschalten und sich ihnen gegenüber möglichst natürlich verhalten. Es gibt keinen Schalter, den man umlegen muss, um mit jemandem Freundschaft zu schließen. So etwas braucht einfach Zeit. Also ja, wie gesagt, wenn ich im CP spiele, kann es gut sein, dass ich dann Benny hier Draco-Meteor beibringe, aber... Jetzt wollen wir erstmal dieses kleine Gebiet hier fertig erkunden. Und ich habe niemanden dabei, der Surfer kann. Seriously? Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Bis gleich. Da bin ich wieder, meine Freunde. Hab jetzt 3 Vollmslaven im Team. Ich habe Stadia für Stonia zu Relaxo rausgeschmissen. Da der eigentlich ziemlich gut das macht, was Stalos eben auch machen kann. Aber eben noch ein bisschen besser, weil der Surfer kam. Und hab noch Weilmer dabei, um den Notfall mit Kaskade zu helfen. Da war jetzt Krebutak wirklich perfekt, muss ich sagen. Aber Krebutak hat irgendwie echt einen Fluch, weil in jedem Spiel denke ich mir, wow, Krebutak wäre echt geil einzusetzen. Aber irgendwie finde ich nie die Möglichkeit, ihn wirklich zu benutzen. Zumindest ist... Ja, sorry, ist mir das soweit aufgefallen. Nee, ist nicht nur cool, wie er da rumchillt. Aber ja, kann ich nur empfehlen, dir mal eine Chance zu geben. Shirox ist ja eines der besten Pokémon heutzutage. Es ist ja seit dem letzten Mal, sind zumindest mir ein paar mehr Informationen bekannt. Es gibt nämlich eine Tiering-Liste. Eine erste kleine zu Pokémon X und Y. Und es ist tatsächlich so, im Moment ist nicht mehr Shirox auf Platz 1 in Overused. Obwohl man diese Tiering-Liste natürlich mit sehr viel Sorgfalt beachten muss, weil, ich meine, die Spiele sind kaum draußen. Daher, ja. Aber auf jeden Fall, in dieser Liste ist Durengard auf Platz 1, was vielleicht die allergrößte Überraschung ist, weil ich meine, komm, es ist Durengard, der geht einfach ab ohne Ende. Und ist ziemlich jeder Käfertafel, verwandelt Arceus in den Käfertyp und verstärkt Käfertacken um 20%. Aber ja, ist ziemlich jeder, den ich kenne, hat einen Durengard im Team, also... Wundert es einen wirklich, dass er auf Platz 1 in der Usage-Liste steht? Ich glaube nicht. Hat sogar schon sich ganz gut im Überbehauptet, also da bin ich echt gespannt. Ansonsten, was überrascht hat, persönlich für mich, war, dass Fiao relativ weit oben war. Ich glaube, unter den Top 20. Das hatte ich nicht erwartet. Für mich war Fiaro gut. Es kann wahrscheinlich daran liegen, dass es einfach von vielen erstmal genommen wurde, weil es am Anfang gibt. Aber für mich ist Fiaro einfach nur... Ja, es ist auch nicht wirklich besser als jetzt ein Pokémon wie Taubos zum Beispiel. Aber gut, Leute. Das war's dann für diesen Part von Pokémon Y. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal erkunden wir hier die Route 21 weiter. Bis dann.